Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Bruno ist wieder am Start und zwar bei der nächsten App-Review und zwar mit Ambulanz Parking Extended. So, und wir wollen uns das ganze Spiel erstmal anschauen. Worum geht es denn hier überhaupt? Wir haben hier die Herzfrequenz kurzzeitig eingeblendet. Natürlich kommt gleich darauf ein wenig Werbung. Wir haben 160 Sekunden Zeit, um den Patienten irgendwo hinzubringen. Halt, wohin denn? Wo hier rein? War es das schon oder was? Wo muss ich hin? Freunde, wo muss ich hin? So, jetzt hier das Problem ist, wir sind hier gerade mitten dabei. Achso, wir müssen hier einparken oder was geht hier? Na, nun mach doch mal den Rückwärtsgang hier. Hä? Oh, die Melodie geht mir jetzt schon gewaltig auf den Keks. Sind wir hier richtig? Pass mal auf, ich glaube, wir sind hier falsch. Ach du, was ist denn das jetzt? Hier wollte ich doch gar nicht lang. Fast noch einen Unfall gebaut hier. Ambulanza und Polizia hier, beides in einem. So. Passt auch nicht. Sag mal, Freunde, was ist denn hier los? Weiß einer, was das hier für ein verwirrendes Spiel ist? So, nun fahr mal an hier. Der fährt aber auch nicht. Jetzt. Hä? Alles klar. Wir haben es tatsächlich geschafft. Endlich, nach fast 1,5 Minuten des Einparkens, sind wir dabei und haben den Patienten ins Krankenhaus gebracht, obwohl er eigentlich davor umgekippt ist. Lächerlicherweise. Na gut, so, wir warten auf den nächsten Patienten und sind jetzt das Taxiunternehmen Nummer 2. Die Linien sind hier aufgekreuzt. Wir müssen also erstmal hier links und dann da vorne links. Ach so, noch ist es nicht schwer. Noch sind wir in der Nähe vom Krankenhaus. Da kann nicht viel passieren. So, wir schwenken ordentlich erstmal ein. Oh. Ja, parallel dazu ist definitiv auch nicht schlecht geparkt. So, nochmal den ganzen Spaß hier, um ordnungsgemäß einzuparken, wenn es denn funktioniert. Was ist denn das hier, ein Hund? Oh, diese Quieke geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Oh, was ist denn das hier für eine Parkerei? Hä? Jetzt geht's doch. Wir haben 2 Sterne bekommen. Ich weiß gar nicht, was das hier zu bezwecken hat, dass man hier so exakt im Krankenhaus parken muss, wo doch eh keiner ist, statt die Notärzte hier mal rauszuschicken. Nix da. Guck mal, Hauptsache die RTW-Fahrer springen hier mit hinten rein. So, und dann geht's wieder los. Und zwar müssen wir hier rechts um die Kurve rum. Wir fahren direkt mal über Bordstein an den Glasfassaden einzelner Gebäude vorbei und geht's direkt wieder hier rechts rum. Das Problem ist eigentlich bloß, ach du, dass die Grafik zwischenzeitlich öfters mal versagen möchte. Na, was ist denn das? Das Gaspedal hakelt. Oder muss ich hier kräftiger durchtreten, damit ich hier gleich die Lücke komplett nicht treffe? Ja, du komm schon. Also dieses Gequäke vom RTW geht mir hier schon gewaltig auf den Senkel. So, wir sind jetzt eigentlich im Ziel, werden aber trotzdem noch nicht akzeptiert. Leute, was ist hier los? Was ist das hier? Kameraperspektiven kann man also einstellen. Guckt euch mal das Spiel an hier, das ist ja lustig. Oh, doch noch geschafft. Doch noch tatsächlich 2 Sterne bekommen. Und geht's ins nächste Level. Das Parking Extended. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir etwas Besseres vorgestellt. Nicht, dass man hier so kinkerlitzchenhaft darauf achtet, dass man in der Parklücke extrem steht. Ich meine, das ist der Parksimulator schlechthin. Aber irgendwie, guck mal hier, ich meine, es ist hier kaum was los. Eine Person auf der Straße. Die Geschwindigkeit hält sich auch echt in Grenzen. Oh. Ach so. Das dürfen wir nicht. Also gegen die Wand fahren ist out. Das ist tabu. Die Werbung geht mir jetzt schon tierisch auf den Geist. So viel Werbung in einem Spiel ist nicht normal. So, wir machen mal wie jetzt. Ach so. Oh ja, guck mal, jetzt ist die Geschwindigkeit viel höher geschraubt. Aus der Ich-Perspektive können wir hier sogar fahren. Ja, das ist nicht schlecht. Oh, ja, nicht zu schnell. Guck mal, da kannst du doch besser einbauen.